Rom. Und er mittendrin. Johann Joachim Winckelmann. An diesem erhabenen Ort, an dem man die Geschichte in jedem Steinchen spüren kann. Schon bevor er hier war, kannte er jeden Fleck, jedes Gebäude und all die marmornen Statuen. Er hatte nahezu alles gelesen, was es dazu zu lesen gab. Ist mit dem Finger die gezeichneten Stadtumrisse entlang gefahren und versetzte sich in eine weit zurückliegende Zeit. Lange vor dem 18. Jahrhundert, seinem Jahrhundert. Wie kam der Sohn eines altmärkischen Schuhmachermeisters ins Zentrum der päpstlichen Macht? Geachtet und mit wichtigsten Würden betraut. Wie wurde einer wie er zum Begründer einer neuen Wissenschaft und einer neuen Ästhetik? Johann Joachim Winckelmann wird am 9. Dezember 1717 als einziger Sohn des verarmten Schuhmachers Martin Winckelmann und dessen Frau Anna Maria in der altmärkischen Stadt Stendal geboren. Im Geburtshaus befindet sich heute das Winckelmann-Museum mit Sitz der 1940 gegründeten Winckelmann-Gesellschaft. Getauft wurde der kleine Johann Joachim ganz in der Nähe, in der Petrikirche. Trotz aller Armut lag den Eltern die Ausbildung ihres begabten Sohnes am Herzen. Nach der Grundschule, die er im Alter von 5 Jahren besuchte, wurde er vermutlich schon mit 9 Jahren in die städtische Lateinschule aufgenommen und dort vor allem durch deren Leiter Esaias Wilhelm Tappert gefördert. Nur das Refektorium des Mönchskirchhofs, in dem sich mittlerweile die Stendaler Stadtbibliothek befindet, kündet heute noch von dieser Schule. Tappert ernannte Winckelmann zu seinem Assistenten und Aufseher über die Schulbibliothek und ließ sich von ihm Texte vorlesen. Tappert war es auch, der Winckelmann 1735 für 1,5 Jahre an das Kölnische Gymnasium zu Berlin schickte, um dort die Kenntnisse des Jungen in der griechischen Sprache und Literatur zu erweitern. Schon in dieser Zeit entwickelte der hochbegabte Winckelmann eine besondere Vorliebe für die Antike, unter anderem den Dichter Homer, und sein Hunger wuchs auf noch mehr Bildung. Die Schulzeit beendete Winckelmann am Gymnasium der Stadt Salzwedel. Hier, wie auch schon zuvor in Berlin, gab er Privatunterricht und betreute Kinder, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Von April 1738 bis zum Frühjahr 1740 studierte Winckelmann mit eher mäßigem Erfolg Theologie an der Halleschen Friedrichsuniversität, die zu dieser Zeit als bedeutendste in Preußen galt. Hauptgebäude der Universität war bis 1834 die sogenannte Ratswaage am zentralen Marktplatz, deren Portal sich heute im Hof der Moritzburg befindet. Die Studenten jener Zeit, und so auch Winckelmann, bezogen ihr Wissen nicht nur aus den Vorlesungen der Professoren, die diese in ihren Wohnhäusern abhielten, sondern auch aus dem geballten Fundus der damals noch jungen und wohl größten nichtkirchlichen Bibliothek weit und breit, der heute noch erhaltenen sogenannten Kulissenbibliothek in den frankischen Stiftungen zu Halle. In Halle wird der junge Student wohl auch Vorlesungen des Philologen und Mediziners Johann Heinrich Schulze über griechische und römische Altertümer nach antiken Münzen besucht haben. So kam er in Kontakt mit bildlichen Darstellungen der griechischen und römischen Altertümer. Um Geld für sein weiteres Studium zu verdienen, nahm Winckelmann für etwa 1 Jahr die Stelle als Hauslehrer bei der durch französische Bildung geprägten Familie von Georg Arnold von Grohlmann in Osterburg an. Dort begann er auch, sich mit der englischen, französischen und italienischen Sprache zu beschäftigen. Ein Stadtmodell im Kreismuseum Osterburg vermittelt heute einen Eindruck von der Stadt zur Zeit Winckelmanns und zeigt, wo die Familie von Grohlmann gelebt haben könnte. Nach einem kurzen Zwischenstopp 1741 als Student der Medizin in Jena nahm Winckelmann für einige Monate die Stelle eines Hauslehrers im altmärkischen Hattmersleben bei Friedrich Wilhelm Peter Lamprecht auf. In dieser Zeit konnte er auch die private Bibliothek des dänischen Diplomaten Ludwig von Hanses nutzen. Rückblickend äußerte er: "Dort in Hattmersleben widmete ich mich der Geschichte, unter Hintenansetzung aller übrigen Wissenschaften." Im Frühjahr 1743 fand Winckelmann eine Anstellung als Konrektor der Lateinschule in der ländlich geprägten Kleinstadt Seehausen in der Altmark. Hier hielt er seine Probevorlesung, die das in Halle nicht abgelegte theologische Examen ersetzte. Hier unterrichtete er Geometrie, Logik, Philosophie und natürlich die alten Sprachen Griechisch,
Latein und Hebräisch. Hier rezitierte er Homer und hier kam es bereits 1744 zum Streit zwischen dem freidenkenden, gebildeten jungen Mann, den Schülern sowie Eltern, der gerichtlich entschieden werden musste, sowie zum Zerwürfnis mit dem Kircheninspektor und ersten Prediger der Kirche St. Petri, Valentin Schnackenburg. Winkelmann wird in die preußische Enge gezwängt und schreibt: Ich musste Kindern mit gerindigten Köpfen das ABC lesen lassen, wenn ich während dieses Zeitvertreibs sehnlich wünschte, zur Kenntnis des Schönen zu gelangen und Gleichnisse aus dem Homerus betete. Dafür nutzte er die Zeit, um noch besser in den alten Sprachen zu werden und setzte seine altertumswissenschaftlichen Studien fort. Die gründliche Kenntnis über Kunst, Kultur und die Geschichte des Altertums bildete das Fundament für seine späteren wissenschaftlichen Arbeiten und seinen weiteren Weg. Des preußischen Schuldienstes in der Provinz müde, zog Winkelmann weiter. Im August 1748 nach Nötnitz bei Dresden, um dem Grafen Bünau als Bibliothekar und Hilfskraft bei der Erarbeitung von dessen Kaiser- und Reichshistorie zu dienen. Im Herbst 1754 nach Dresden für Studien in den dortigen Kunstsammlungen. Hier verfasste er seine erste Aufmerksamkeit erregende Schrift: Die Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. Und endlich, im Herbst 1755 als kurfürstlich-sächsischer Stipendiat nach Rom. Hier brachte es Winkelmann auf Empfehlung seines Gönners, Kardinal Alessandro Albani, schließlich bis zum Kommissar der Altertümer von Rom, persönlich ernannt durch Papst Clemens III. An einen Freund schreibt er am 8. Dezember 1762, am Vorabend seines 45. Geburtstages, und lässt nur die letzten 8 Jahre gelten. Ich würde sagen, ich habe bis in das 8. Jahr gelebet. Dieses ist die Zeit meines Aufenthalts in Rom und in anderen Städten von Italien. Hier habe ich meine Jugend, die ich teils in der Wildheit, teils in Arbeit und Kummer verloren, zurückzurufen gesuchet. Und ich sterbe wenigstens zufriedener, denn ich habe alles, was ich wünschte, erlanget. Ja, mehr als ich denken, hoffen und verdienen konnte. Heute gilt der einstige Schusterssohn Johann Joachim Winkelmann als Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und Kunstgeschichte sowie als geistiger Begründer des Klassizismus im deutschsprachigen Raum. Ein Beispiel für seinen ansteckenden Enthusiasmus ist das Dessau-Wörlitzer Gartenreich, wo heute noch das 1773 erbaute Schloss, die erste klassizistische Architektur in Europa, eine beredte Sprache für die von Winkelmann ausgelöste Antikenbegeisterung spricht. Winkelmann selbst war nie vor Ort, aber er traf den Fürsten Franz von Anhalt-Dessau und dessen Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf in Rom. Und er ist begeistert. Ich bin stolz über die Ehre, die er mir erwiesen, und über unsere Nation, die einen so seltenen, weisen Prinzen aufzuweisen hat. Johann Joachim Winkelmanns Lebensweg ist ein außergewöhnlicher, der in der Altmark im heutigen Sachsen-Anhalt begann und im päpstlichen Rom seinen Höhepunkt fand, da er an die Kraft glaubte, die in der Auseinandersetzung mit dem Traditionellen für das Neue, das Moderne steckt. Winkelmann ist eine der wichtigen historischen Personen des heutigen Sachsen-Anhalts, die modern denken und Neues bewirken konnten. Möglich wurde das alles durch die Förderung durch Menschen, die an eine in ihrer Zeit ungewöhnliche Begabung glaubten und ihr die Türen zu einem der höchsten ideellen Güter öffneten: Bildung.